plays Shane Baker von einem jüdischen Kulturkongress in New York. Das Lied, was ihr habt erst gehört, mit Musik von Michael Gaisinski, ist Itzig Spitzig mit Werther von Boris Sandler. Gesungen hat unter der Anführung von Irina Natapove der Vokalensemble Ilanot, was gefindt sich in der weiten Provinz Birbidjan. Wir haben ausgeklippt das Lied, wie ein Reinführ zu der Arbeit von unserem Balsimche Boris Sandler, weil es weist dem Griech von seiner Arbeit wie ein jüdischer Schreiber. Nicht nur geografisch, nur euch sein Griech durch Deures, die er heute mit jungen Jiddischisten, Schreiber und Artisten. Bemäßig dem vergangenen Jahr hat Boris herausgelost, neue Bücher zwischen sie Detektiv Reb Meir Okun und andere Parscheinen, Antiklach von einem Sacco Voyage und das Kinderbüchel A Gut Morgen. Haben wir beschlossen zu praven a literarischen Jonte flekovet unser Freund Borisen. Wer ist der mir? Versteht sich ich mit dem Kulturkongress zusammen mit Mendi Cahan von der Tel Aviver Gruppe Jung Yiddish und der dritte Miri Koral von dem California Institut für der jüdische Kultur und Loschen. Miri? Also wir haben angeholfen mit Vera Bijan. Wir öffnen die Programm mit der Gruß Borsen von Ihnen, was hat euch angeholfen in Vera Bijan? Der Yiddish, der Erziehungsdirektor beim Arbeiterring, Freund Kolya Borodulin. Es freut mich sehr, zu feiern zusammen mit den Hoschemann Eulen, die künstlerische Simche von Boris Sandlerin. Boris gehört zum ersten Dorf von den Nochmilchomedike Mechabrin, was schaffen in Yiddisch und was die Sprache ist bei sie, bei Emes Manaloschen, herausgetragen von die chemische Vierwände. Wenn man sich von seinem schafferischen Leben sehen der Schönen 24 Prose- und Poesiebücher in Jiddisch und euch übergesetzt auf andere Sprachen. Etliche Pjesen, sei für Erwachsene und sei für Kinder. Wichtige 10 Videofilmen, Monologen von jiddischen Schreibers. Boris ist gekommen zum Schreiben auf Jiddisch mit der Fiedel in die Hand. Von 5 Jahren an hat er sich gelernt Musik und später noch in verändigenden Konservatorien gearbeitet wie ein Fiedler um 25 Jahre. Ein größer Spruch hat auf ihm und seine Literaturschaffung gehabt der ungesehener Bessaraber jüdischer Schreiber Yichiel Schreibmann. In 1981 werden in einem Moskauer Journal Sowjetisch Heimland publiziert Sandlers erste 3 Erzählungen. In demselben Jahr wird er Zuhörer von den höchsten Literaturkursen in Moskau. Die erste jiddische Gruppe bei Hochschule nach dem größten Pogrom von der jiddischen Kultur im Sowjetverband. Sein erstes Buch Treplekh, aroyf ist erschienen im Jahr 1986. In jenen Jahren ist seine Tätigkeit wie Autor von Yiddisch sehr zerzweigt. Er gründet in Keschenew ein Televisioprogramm auf der jüdischen Gast und führt sie auf Yiddisch. Schreibt Szenarien für jüdische Dokumentarfilme, redigiert dem jüdischen Teil von der Zeitung Unser Kol. Für den Samme Arois Foren in Israel in 1992. Beläumt ihm die Bukarester Fundatie auf Avrom Golfadens Nomen mit der Ehrenmedaille. In Israel schließt Sandler sich an in einem Verein von jüdischen Schreibern und Journalisten, wohingegen wählt man ihm aus für einen Vizevorsitzender. Er arbeitet in einem Jerusalem in Hebräischen Universität, schafft und Osterhuis dem prächtig schönen Jiddisch-Journal für Kinder, Kind und Kate.
dem ersten und einzigen in Medinas Israel. Nennt über die Verwaltung von Leibig Verlag, wo noch lange nicht bereits heben und wieder herauszugehen, Bücher von jüdischen Mechabrim. In 1998 nimmt Sandler an, die Verbettung zu arbeiten in der ältesten jüdischen Zeitung Vorwärts, wo in Gichen wird er der Hauptredakteur. Unter sein Haschgoche und Haschpoe pflegt erscheinen jede Woche euch die Radioprogramm, die Vorwärtsshow und die heutige Publikation für Studenten weiter. Er hat geschaffen hunderte unikale Audio- und Videoprogramme. Alle Jahre von seinen Arbeiten Vorwärts hat er sich breitherzig geteilt mit seiner Erfahrung und Kenntnis mit jungen Journalisten und sind zugezogen zu der Arbeit in der Zeitung. In 2017 lost Boris Arois dem elektronischen heutigen Journal Yiddish Branche und gründet den Verlag mit demselben Namen, wo er gibt Arois die neueste Schaffungen koidem kol von die jüngeren dort jüdische Schreibers. Zusammen mit seinen Lebenshaber der Reihe hat er zwei Sinn und kennen Hore sechs Einiglach. Teirer Boris, sollst uns bleiben gesund und weiter schaffen Asach Freit mit neue literarische Werk, Bücher und Projekten. Adam Kolje, Zoe wie mir da in New York, es tamme wie a Sache andere über der gore Welt, sitzen sich versparrt im Stub, hotches blit in Dreußen der Sommer, lomme hotch versuchen a bissel dem Tam von vorn in a Karrete durch Central Park in a New Yorker Sommertag. Boris is Benei hier, Rita und Nuchim Koyfman spielen und singen Boris' Werte zum Lied Moskva is Voschik, der Bessaraber Coachman in New York. Jodet tog cig iz de štralim vareme Gil di gossen und di bejmer in im park Sponder kočman an im brički zander bareme Un ir lossig sich in koine maffen trak Elki dens mein fädel jene zaten goldene Wenn im feld hat ins gejug der wind mit pfeif Zinten schleppen sich wie ungeheumelte Meine Sonnen sollen um Wasser treiben Drum mein Stoppe da, ihre Klatsche, die Getreie Ihre Blatsche, stehen schon in der Saar Jürgen läuft in Giechen, noch nicht der Jugend Seh ist Gott, sorg nicht, samt wird auch so leid Kopita, ihre Klatsche, die Gitra, ihre Blatsche, stehen schon in Nazar. Jürgen läuft in Giechen, noch nicht der Jugend, seh ist Gott, sorg nicht, samt wird auch so leid. Wepatkow ist dich geschmied, ob ich mit Aserne und die Britschke euch gepitz mit Blumenkränz. Nor die Koinim auf die Gossen euch vernarrt es nicht, inser Business sollt nicht euch kein Konkurrenz. Kein Parnusse ist nicht du, ist Buschitit, mein Weh, geh ja Huchen sei und Pasche wie ein Ochs. Jeden Tag wie ein Verliebter fuhr ich ihn so weh, zu der Anki mit meinem Pferd in der Bronx.
klatsche die Gitarre, bleib sie stehen schon in der Saar. Jürgen läuft in die Herren, nicht der Jugendsee, ist Gott sorg nicht, samt wird alles so reif. Der Mann dann besserabe Baragole, Lomir Take losen, als Boris soll uns führen, ein bisschen doch in der Morgen, nach Nuchim mit dicken Bells. In der Bintel Kinder sich eines, gelehnt von einem Weltbürger, Refoyel Goldvaser, was gefindet sich jetzt in sein Heimstadt Buenos Aires. Tradition und Geschichte. In die Sof 1950er Onheim 1960er Jahren haben die jüdischen Mischpoches in Wels noch ungehalten die alte Traditions. Auf Purim haben die Mames gemacht Homentaschen, Flodden und andere Gebäcks, es ausgelegt auf einen breiten Teller, herumgewickelt mit einer Fatschelke und geschickt die Kinder obtrocken Schalachmones die eigene. Auf Pesach hat man gepravet dem Seder, und auf Simches Teure sich herumgedreht mit Jakobes in einem Schilhäuf, was ist mit dem Mol geworden eng verneulem. In fünften Klasse haben wir gelernt in Schul die Geschichte von uralter Welt. Mitzrayim, die Meluches in Mesopotamie, Indien, China, Griechenland und Rom. Imperien seinen aufgekommen und Imperien seinen gefallen. Fleckt unser Lehrer von Historie, Isaac Abramowitsch, pathetisch unterziehen dem Sachakel noch im Verändigen an neue Themen. Einmal, wir haben demol gehalten beim Lernen die uralte Geschichte von Mitzrayim, hat der Lehrer herausgerufen zum Tovel unser Haver Jasche Feldmann, er soll entfernen auf der Frage, was ist gewesen der Matzev bei den Arbeitermassen in dem uralten Ägypten, unser Kampf gegen die Badriker. Seht euch, als Jasche ist nicht im ganzen Gerät gewesen zu entfernen auf der wichtigen Frage. Von deswegen hat er gemacht große Anstrengungen, hat etwas herausziehen von seiner knappen kenntnischen Geschichte. Die Arbeit von seinem Mach hat sich beulet abgespiegelt bei ihm auf den Stern mit passiglich Knetschen. Und plötzlich seien die Knetschen neilem geworden. Sein Keiler dick honem hat gescheint, wie es wohl sich erst ausgeboten in Sonnenstrahl. Matzes, hat der glücklicher ausgeschrien Jasche. Was Matzes, hat verchidescht und ein bisschen ungeschrocken gefragt Isaac Abramowitsch. Matzes haben geraten, wie die Arbeitermassen, wie schaße seinen Antlaufen von Mitzrayim. Hat feierlich geantwortet, Jasche. Brillanten in Mist. Man darf nicht Meure haben zu sagen Narrischkeiten. Mit der Zeit weiß sich heraus, als zwischen dem Mist Narrischkeiten hat sich verwalgert ein echter Brillant von Chochme. Ob der Mensch flieht nicht ein bisschen in die hohe Himmeln, liegt der Tacke tief in der Erde. Danke, Rafi. Also, wie wir haben ungerührte Kinderjahren, lassen wir zurück zu Boris' Kinderlieder und hören von seinem neuen Bichel A Good Morgen, Good Morning, mit neuen jüdischen Kinderlieder auf Jiddisch, wie mit den vierkantigen Äußern hier auf Transliteration, wie euch mit den englischen Übersetzungen von Ellen Cassidy, wir heben an mit der Gruß von Jerusalem und Jiddisch Ort Jo, wo es lehnen Miriam Trin und Yosele Niborski. Wo liegt das Masel? Wo ist links und wo ist rechts? Wo sucht man das ich ab? Sagt die Mama mir mit Masel, mit dem rechten Fuß. Weiß ich jetzt, wo das Masel liegt und geh sich fest auf rechts. Mein Hintel mutig.
zwischen alle hint und hintlich, ist mein Musik Nummer 1. Alt versteht er, was ich sage. Wer und wenn und wo er weiß, frage ich Musik, öfter weißt du, wo es liegen meine Schicht, kriegt er unter Bett und bringt mir Badles 2 auf mich. Spiel mir mit ihm in Ball, träum sich in Stub und Kopf. Fällt die Vase von dem Tisch, er entläuft und ich komm ab. Kommt die Nacht, wir gehen schlafen, beide fallen von die Fies. Euch in Schlaf, wir spielen weiter, auf dem Boden haben Fisch. A gute Nacht. Schkoyach, a guten Nacht. Jetzt fällt mir rüber in Brooklyn, hören von Dinah Slepovitch. Rotes Pornem, Augen zwei, Backen zwei und Lippen zwei, Stern, Bettel und Anas, fragen so sie ständig, was? Was mir Sprache meint, ich will sagen, Tate, Mame, Schwester Esther, Hintel, ich und noch dazu, spielechlich auf voller Wagen, meint das als mir Sprache haben. Und dann sehen wir, dass Äppele fällt nicht weit von Bämele. Lass mir hören von Bämele, Zisl Slepovitch, was nicht nur lehnt, er hat die zwei Lieder, nur er stellt zu eigener Musik. Es fliegt auf Weg und mit dem Kot. Zwölf die Wald und wo ist die Flieg? Nicht nur Prose, Lieder und Kinderlieder schreibt Boris, nur euch vor der Biene. Ort haben wir einen Auszug von der Pjäse auf dem Hauptweg von Bankschaft. Die Musik ist von Sonja Wieder-Atherton, regisiert hat Charlotte Messer und es spielt die Rolle Sarunja, Annick, Prime, Margules. In jener Abend, wenn die Spielbäcker sind in den Weg gegangen,
aber gehabt ein Gefühl. Also ich bin wieder geblieben stehen. Er geht sie mitten weg. Eine allein. Und konnte nicht beschließen, wie sie gehen. Gleich oder auf zurück. Und du siehst jetzt, sie gehen gleich. Demo auf die Plätze im Weg. Auf mir, die alles gematterte, in die Hingericke gewiss. Also sie hob sie stellen. Sie hat sie verhalten. Mein Bleiben dort und Lieben noch ständig. Mit der Keule im Kopf. Es ist geschehen mit meinem Namen. Danke, die vergangene Nacht hab ich sie gesehen in Chulen. Die Mama ist gewesen ungetun in ihr Jante dicken Kleid. Mit der Weißkelner. Arrief geworfen, Nadine schied der gestrickte schwarze Tier. Also hat die Mama ausgesehen ihren Kieper. Und der Tate fleckt ihr zu mit Zugen, mit der harzigen Schmeichel. Madame Mussen wohl. In unser Kleid wird der Ewigste Eich ab Haus geben, du das beste Quintel. Also in Nuent, in dem Kuhlen, hab ich früher keinen nicht gesehen, der Name ist Pulin. Hab klur der Herr, wie sie sucht zu mir. Ich weiß, mein Tochter, wegen dir als. A viele du's, wo's die wollst nicht gewollt soll wissen. Ich weiß, als die bängst dort einnächten. Mir bängen du euch, ob er noch in der Morgen, wo's mir bei uns zugeräubt. Er geht's, auf'm Albweg von unser beiden's Bängschaft. Weil mir sich in Gieren treffen. Kim Sarunje, will ihr dir weisen dem Weg, witzige eine. Adank, Annick Prime, Margules. Wissen die, weil für Boris hat geholfen, hereinzuziehen? Tiefer in der jüdischen Welt haben wir dem Konzertpianist Evgeny Kissin. In seiner freien Zeit schreibt Kissin für Boris' Internetjournal Jüdisch Branche. Aber lassen wir jetzt hören ein bisschen von seiner Arbeit bei der Piane. The Covid Boris spielt er von Alexander Krems Suite Danseuse und dem Auszug. Thank you.
Thomas, wilt ihr lernen von Kissens Werk, könnt ihr sie finden auf der Seite Jiddisch Branche, wo es geht jetzt die Serie Spion Joschke Volkov. Aber lass mir hören, wie der Freund Kissin lernt, Lebedickerheit von Prag, ein paar Lieder Borises. Und am Zickel sind Spires. Hesed. In himmlischeren sein Laboratorie hat Beure ausgeprüft verschiedene Gemischen. Man darf doch sagen, bald, als in die jungen Jahren, hat er besonders lieb gehabt Experimenten. In einer verräucherten Vulkanlemoschel wie in einer Stäßel hat er reingeworfen Schmenges Bein und fine Kine. Gewiss, als konnte er von Aräus kommen, als er geschmelzt, als feierdicke Lave wie Milchome. Es ist aber fort interessant. In trocken Wohl und Guts wollt nicht gewinnen so zum Herzen, wenn jammen schlecht und beiß, wollt nicht versammt dem Guts. Ein anderschmoll hat Beure in einem Midbar heißen, wie auf das Kovrede Zeglitter, zerschotten Sernes grüne Memes. In Dämmelt, wer es rief sich zu Memes, bricht ob die Zung dem Ligner auf Gelächter. Und not ein ander Fall, ein ander Mäufes. In Tom dem Schwarzen von gleich gilt, hat er ein Hesed-Sterndl verloren und gewahrt. Was weiter? Der Mäuer angespitzt bis weitig, in Miljassen Jahre rum. Was ist vor Gott Miljassen Jahre? Ein Rege. Hat er der Herd erschwachen, zing. Sein Herz, das Junge, hat aufgetjochtet starker. Nu, danken Gott, nicht alt verfallen, euch gleich gilt Gott adno. Heut, afreu a Junge auf der Bruchstuhl, die Flieglen zwei weiße Fies zerspreit, und leuse Rege hat sie abgeteilt von Flieh, zu der Heubenkeit, was nur afreu, der Greichen kon, der Werdendick, dem heuchen Nomen Mutter. Mit der Geschrei und Pein, was Gott allein dem Schuss geschenkt hat ihr, gesucht hat sie dem Äußweg sich befreien, von der Matone Gettlicher, was ist, beschert gewinner trogen wie a Klolle, unter ein Herz a Heuker, die Peere von am ersten Het, verkeitelt mit der Kate und lang gedäuert. Und kaum er Tracht geöffnet hat sich, die Peere abgeteilt von Leib, aufs Neue erdreget und sich die Planete an neuem Kreis in Ewigkeit gemacht. Dank. Dank, Borisen. Dank und bravo. Lomme sich nennte bekennen mit Borisen persönlich. Es interviewiert Miri Koral von California Institute für der jüdische Kultur und Loschen. So, seid begrüßt, Boris, zu dein Yontif, Heint. Dank dir ist der lang aushaltendicke jüdische Vorwärts rein in der digitale Kufe. Und dank dir, wie wir werden bald sehen, gefindet sich ein Archiv von jüdischen Schreiber von noch der Mechume. Und ich meine euch, als du bist der tätigste heinzeitige jüdische Schreiber auf der Welt. Also kommt es zur Frage, und wie kümmert alle jüdische Schreiber von Onheb an, hast du gekannt Schreiben auf andere Lescheunes, le Manche Russisch. Aber etwas hat dich zugezogen hin zu Jiddisch. Kannst du uns erklären ein bisschen, für was
und wie soll das ist geschehen? Und Erschel, für was du bleibst noch mit Jiddisch, wenn der Lehner eurem hat sich so verkleinert? Mistome, die Mäuswahl von Sprache hat diktiert die Swive, wo ich bin gewachsen. Ich habe da kein Ungeheben Schreiben auf Russisch. Weil Russisch ist gewesen die Sprache, was ich gelernt in Schule. Ich habe gelernt, dass ich Becher. In Russisch ist mir gewesen geistig nur. Aber wenn ich habe Ungeheben Schreiben wegen die Menschen um sich, was sie sind faktisch meine Haupthelden bis an sie tun. Aber ich fühl, dass sie reden nicht natürlich. Und als man redet nicht natürlich, fühlt man sich auch nicht natürlich. Und ich habe ungeheuer zu trachten, für was kommt das euch vor? Und ich habe verstanden, dass die Liebe der Sprache. Das heißt, die Sprache hat in sich herangenommen, als was ich auf dem gewollt übergeben mit meinen Schildern, die Helden. Man darf verstehen, dass nach der Malchume in den 50er Jahren bis, lassen wir sagen, bis die 60er Jahren, ich bin gewachsen in einer nicht in größer Stadt, in Belz, wo es haben sich besetzt, bei der Fall Iden, wo es haben sich geraten wird. Von dem Churben, geblieben leben. Das haben gekonnt sein, die Menschen, die haben sich bewiesen evakuieren, in Sibir, in Ural, und die Menschen, die haben übergelebt, die Malchume, in die Ghettos, und haben zufällig Alpines geblieben leben. Sie haben alle gerät Jiddisch, und das ist gewesen faktisch sehr einzige Sprache, weil Bessarabien, wo es Belz ist ein Teil von Bessarabien, ist geworden sowjetisch und russifiziert schon nach dem Malchume. Das heißt, man hat sich geoptiert zum Ratenverband in 1940. Das heißt, die ganze Geschichte bis daher ist gewesen auf Rumänisch. Und das tagtägliche Leben ist gewesen auf Rumänisch. In Fakt ist nur ein Dank an den Malchume, ob die Jiden wo es ob faktisch Russisch nicht gekannt, ob man es gemisst auslernen in der Evakuation, in der Situation, wo sie sind herangefallen. Ist der Rebbe, ob man sich gerät, war der Askeletscheten Russisch, aber in Dreim zwischen sich hat man gerät Jiddisch, in Mandor ist gewachsen mit Jiddisch. Und bis 5 Uhr, ob ich faktisch kein russisches Wort nicht gehört. Also jetzt, unser Jiddisch von mein Dor und von die Schreiber von mein Dor kommt daraus von Tate Mames, von Seide Bobes, von Dreim. Weil in unserer Zeit ist schon kein jiddische Schulen nicht gewesen im Sowjetverband. Nicht gewesen keine Schulen, nicht gewesen keine Euchschulen. Das heißt, es ist nicht gewesen, wie sich auszuschulen in Jiddisch. Darüber haben alle gekannt die mündliche Sprache, Balpe. Aber Schreiben und Lehnen hat man nicht gekannt. Und das ist schon gekommen später, und in jener Zeit, wenn ich habe umgegeben zu schreiben, auf Jiddisch, aber sich keinem Kohl gemisst, auslernen, dem Alephbeis. Und ich bin schon allgemein zu jener Zeit, auch im 30 Jahr. Verstehst du? Du sagst, die Grammaten, die literarische Sprache sind mir gekommen, das sag spät. Wenn ich habe ungeheben Lehnen und ich denke, wie Hand, mein erstes Bichl von einem Jahr Ritschalem erlegen, aber ich mache es so toll gesehen, wie etwas archäologischer Ausgerübung, weißt, mein Schar tut das Samt, mein Gefind etwas als Sache, was wir können es erkennen. Also habe ich jedes Mal ein Plekt, ein neues Wort, und ich habe letztens verstanden, als ich kenne es. Verstehst? Darüber ist der ganze Prozess von uneben Schreiben in Jiddisch und von Lernen der Sprache
schreiben und lehnen ist vorgekommen in der einen Zeit, in derselben Zeit. So ist es geschehen. Wir können es unriefen mit dem verspreiteten jüdischen Wort beschert, aber gedei soll beschert werden, darf man sagt, zielen Ravani, sag arbeiten in der Person. Ich muss da verstehen, also ich bin schon zu jener Zeit gewesen, ein Mensch mit der Fach in der Hand. Ich bin gewesen ein Fiedler, ich habe gearbeitet in einem symphonischen Orchester, ich habe Gott die erste musikalische Bildung. Versteht sich, du bist Kolim gewesen ein Musiker, ein echter professioneller Fiedler. Ist da bei dir ein Scheiches zwischen Fiedelspielen und Schreiben? Ich meine, sie ja, sie kommt öfter vor unterbewusstsinnig. Ich habe einmal hat einer Kritiker umgeschrieben, meine ganze Arbeit. Er ist allein gewesen ein Musiker. Wie soll sie wird auf mir die musikalische Erziehung auf mein Schaffen? Und er hat gewissen, bevor ich klar, wie ich vermitteln muss, die Form von einem Werk, von einem größeren Werk. Muss es mit dem vergleichen müssen mit der musikalischen Form Sonata Allegro. Verstehst du, das heißt, ich habe wegen dem nicht getragen. Du sollst dich bekommen unterbewusstsinnig. Aber es ist noch sehr wichtige Sache, was ich halt hat gewirkt auf meine Entwicklung wie ein Schreiber. Das ist der Prozess von Kennen, Arbeiten und Analysieren. Fiedler, zu spielen Fiedel und jeden Instrument darf man heranlegen als Arbeit. Man darf stehen, allein, in Arbeiten 3, 4, 5 Schuhe. Ja. In Dus ist eine Arbeit von einem Schreiber. Wie ein bekannter Mann, jeden Anhalt hat gesagt, Dus ist das für ein Fach. Man sitzt und man schreibt. Oder Dus sitzen, hat man gedacht, lange schon sitzen und schreibt, befragt Prose, verstehst du, wo sie nimmt sehr sacht Zeit in Arbeit zu etwas umzuschreiben, ja, Tachlis. Darüber meine ich, müssen du noch andere, oder muss die Falschkeit oder die Zichtigkeit von Wort ist bei mir gewesen, ich habe es verglichen, mit der Zichtigkeit von Klang. In nicht selten, wenn ich gewollt kontrollieren in sich das passige Wort, aber geirrt von innen wenig, dem Klang, wie so ist wohl gesucht, das Wort oder wie so ist wohl sich ausgedrückt, mein Bobo oder so. Verstehst? Ich habe geirrt dem Klang von innen wenig. Das ist gewesen, ein Mann, Mischigas, aber jeder Schreiber hat sich als solche Kunzen und Seudes und Mischegassen, was machen seine Arbeit schafferisch? Efter Bekitzer, kannst du sagen, für was du schreibst, so viel für Kinder? Was hat dich inspiriert? Nun, du weißt, dass wir heute nur 6 eigentlich in heute sehr reden, nicht die, zu bedeuten. Aber sie will sich leben. Ich habe mein erst Bücher nicht gestorben, nicht geflogen, aber gewidmet meinen Eltern einige, wo ist das, das ist schon gemacht 18 Jahre alt, aber gewidmet ihr. Ich habe in einem Aramfier habe ich umgeschrieben, als ich hoffe, dass Amul wird kommen in der Zeit, wenn sie wird wählen, es überlehnen in der Original, nicht in der Übersetzung. Ich, das letzte Büchel habe ich gewidmet, meine kleinste Einiglich. Wir wollen anteren einige Liederlich von dem Buch. Also, jetzt, koidem Kol kommt es von dem Arim noch einmal. Dort ist es gekommen von meinem Zwiebel in Dreim, auf der Gas. Und du kommt es von meinem Spuchenleben. Und ich halte mich alles. Jeder Schreiber trugt in sich die Kindschaft. In ihr darf probieren zu verstehen, was meint es zu seinem Kind durch seine eigene Schaffung. Sie kann seine Meißel, sie kann seine Erzählung, sie kann sein ein Lied, aber man darf schenken, die Kinder, viele wissen dich,
as efshe wollen die Lieder lehnen oder die Bichalach lehnen in original gezählte Kinder. Aber das ist, als ein Stück in Kinderliteratur kann nicht sein kein Morgen bei der allgemeinen Literatur. Mit dem ende ich mir einen schönen Dank, Boris, und noch einmal Yashokoyach dir. Adank dir, Miriam. Adank. Tomer, wenn dir Ballen zu lehnen, Boris' neue Bichlef, Rose, könnt ihr sie bekommen in Webseite von seinem Internetjournal jiddischbranche.com. Die, was kommen zu lieb der heutige Programm, können kaufen beide Bücher pro se für $20, eine Hanoche von 30%. Das Kinderbücher A Good Morgen ist euch dort zu bekommen. Mit dem Montin-Interview hat Boris geschaffen, ein wichtiger Videoarchiv von jüdischen Schreibers. Noch mehr jetzt versuchen, ein Leck und ein Schmeck von Ott, die reiche Eutzris. Ich lebe Ivrit in ihrer Heubenkeit und Schönkeit und otemt Jiddisch in mein jeden Glied in ihr einsamer Alleinkeit. Zusammen damit, was wird mich herausgeworfen von einem Arbeitsplatz, was ich verdient, 8 Piaster Tag, 10 Arbeitsschuhe, bin ich gewinnt treif, 8 Piaster. Bei der Arbeitszug hat er gezult 30 Piaster. Ich mir hat nicht gemacht, ich muss mich herausgeworfen, weil muss er da wissen, als er schreibt auf Jiddisch. Die jüdische Literatur in Sowjetunion gewinnt Jiddisch. Und gewinnt nationale jüdische Literatur. Sie gewinnt sehr sehr Sandler. Du siehst, von der Reuter Armee, welche sie nicht an dem Front oder mit Aeroplanen oder der See. Stalin ist nicht gewinnt genau. Er hat gewusst, dass ihn wollen zu den Deutschen nicht entlaufen. Die Miri, die Matale, sind nach weg nicht wie geniegen. Schreiben ist sehr intime Wurde, sie will Liebe. Und wir wissen doch, dass nicht alle sein fähig zu lieben. Und seien die Kindstädte und ein 80er Jahren bin ich hereingegangen im Bett nach Trunk bei Staske und auf dem Tisch gestanden eine silberne Salzwürstele und sie gewesen ungeschrieben Koschele Pesach. Ich liebe beide Sprachen bei Schulen, weil die beide Sprachen sind von einem Volk, nicht von einem anderen Volk. Man darf, als ich setze ich hier, ist es wie eine geologische Schicht. Warum sagen wir, beide Wörter, verschiedene Wörter treffen sich zusammen, nicht ergens wie in der Länge, nur in der Tief. Als ich suche Moshe Rabbeinu, ist es Moshe Rabbeinu auf Hebräisch und Moshe Rabbeinu auf Yiddisch. Also ja, die Vergangenheit ist dasselbe in Hebräisch wie in Yiddisch. Lommer jetzt hören ein Bericht von dem heutigen Leben von einem jüdischen Schreiber in Brooklyn. Es lehnt von Jung-Jiddisch Tel Aviv, Mendi Cahan. Du, in Brooklyn? Point beschreibt es mit mir am Spruche bei Jurte Chineser. Versteht sich, als Chinesisch red ich nicht. Und sehr Jiddisch, wade na wade nicht.
mit mir sich amul an Eize, mit unserer schwachen Englisch. Kemat jeden Tag bringt sie die Tochter ihre zwei Jünglich. Als Bube Seide soll auf sie Achtung geben. Einer von einem Jahr, von fünf, und der zweite ist noch gura zuzig, anderthalben Jahr. Die beschutzfestige Wand von unseren Dieres ist nicht mehr so gut zu verhülschen, die Geschreien von Bube Seide und die Quitschereien von seiner Einiglich. Muss ich äußern, betet du dem. Natug, hör ich, wie durch dem Gemisch von chinesischen Kinderbilderei schneit sich durch Heuda, Heuda. Ich bleib sitzen gekläfft. Im selben Heuda, mit der zerzeugenden Zusing, hab ich doch gehört von mein Seiden, Oliver Schulem. Er pflegt mich a wegsetzen zu sich auf die Fies unten, hecher die Knechlech, heuden aroyf und arop und zusingen Heuda, Heuda. Seht aus, als mit kleinen Kindern redt man auf ein Sprach bei allen Völkern. Noch ein Stück. Bin Schreiber, Lehner, Schreiber und Lehner. Der Unterschied zwischen dem Schreiber und Lehner besteht in dem, dass der Schreiber der Mund dem Lehner Sachen, wegen welcher jener hat vergessen oder will sich in sie nicht dermonen. Dank, Mendi. Wegen der Wichtigkeit von der Kapelljus und Boris Sandler. Ahut ist euch nicht stamme Sache zu der auf dem Kopf von Kälte und Sonne, von Schnee und Regen. A Teil von Garderobe. A Hittelhaver ist a Quittel. A Schildl, was du hitzt, trockst. Wow. A Jamelke, Reb Janko, bist gewiss a Jid. Set man dach in a Kartuls, also in a Hemd mit a Krawat, hörst du bald Tovarisch Jankov, a Haver und nasch Brat. Tust du an a kanotje hab ich nicht. Oh, a beret. Tust du an a beret. A rekel a pijak wärst du mit Französen gleich. Bonjour, monsieur, Reb Jacques. Chappest on sich a turban, oi Gewalt. Man weiß nicht, das ist doch a Coronavirus. Chappest on sich a turban. Scherzt sich auf dem Tschub, wärst du schier nicht als Sultan, Salam Said Jakub. Auf a Pferd ist Grete reiten, in a Cowboy-Hut, ich hab a Cowboy-Hut, aber nicht da, darf sein. Also. In a Cowboy-Hut und Schreck, zwei Pistolen bei den Seiten, bekennt sich, Mr. Jack. Wie ihr seht, ist sehr wichtig, was mir trägt heint auf dem Kopf. Aber warte, ihr seid sicher, als der Kopf ist nicht kein Top. Und da beim Sof haben wir für euch eine Matone, eine spezielle Matone zum Jonte für Gerus von Paris. Boris ist alter Freund Efim Zubritski, was hat zusammen mit Borisen gelernt in Keschenever Konservatorie beim Professor Unterberg und komponiert der Nigen von einem jüdischen Schneider. Dort spielt Zubritski mit einem Orchester von einem Ensemble Jacques, Dirigent Vassili Goyard.
Dank Efim Zubritski. Nu, mir danken alle Beteiligte heint. Und euch alle, mein Fall, wo es mir sehen, sich zu euch gekommen über Kontinenten und Yamim. Es ist also gut, euch alle, mein zu sehen. Und besonders dank dir, Boris, für deine Schäferischkeit und deine Tätigkeit. Und noch mehr alle, ja, wünschen einen großen Mazel Tov. Und noch mehr Tage, alle gehen weiter mit unser beliebt jüdisch Wort. Dank. Boris, ihr wollt halten ein Wort? Ich will auch allen bedanken, es ist für mich Bemes ein großer Simche in der Kuvit, für meine bescheidene Arbeit. Was ich halt schon not bei 40 Jahren. Und ich will bedanken, sei Evgeny Kissin, sei Miri, Koral, sei Trin und die prächtige Kinder, sei Yosele, sei Dinah. Und meine Freund Rafi und Mendi und Avada Efim Zubritski, was wir haben sich zusammen gelernt, lange Jahren. Kolya Borodulin, habe ich gesagt, umgeschrieben. Und aber der Zisl, ich hoffe, dass wie lang wird leben Jiddisch, weil wir kennen sich treffen, auf alle Fahnen. Die Schritte von Internet, von virtueller Welt geht daran in unserer Tagtäglichkeit. Ich meine, sie macht noch breiter, sei du sort in Räumen, sei du sort in Arzen. Lassen Sie sich sehen, punem el punem. In keinem Arang kicken sich einer dem anderen in Deugen. In Ehren dem Mut im einen von dem Zweiten. In ich bete, seid bei Jid. Seid matzliach auf alle Drochim, was jeder von nach ist beschert zu tun. Umein, alle wei. Adank.